Die Community ist ein Grundpfeiler jedes Franchises. Letztendlich sind es ihre Mitglieder, die kollektiv über Erfolg oder Scheitern eines Franchises entscheiden. Denn wenn sie das Produkt am Ende nicht kaufen oder anderweitig unterstützen, stehen die Chancen schlecht, dass es irgendjemand sonst tun wird. Umso wichtiger also, sie ins Boot zu holen. Und umso vernichtender, wenn dies versäumt wird. Und was das Siedler-Franchise angeht, versäumt Publisher Ubisoft eine ganze Menge. Das Community Management ist bei größeren Entwicklerstudios und Publishern in der Regel eine komplett eigene Abteilung. Ob diese aber wirklich Befugnisse hat oder nur ein Teil der PR-Abteilung ist, variiert natürlich. Auch wenn ich Warframe und seinem Entwickler Digital Extremes vor Jahren den Rücken gekehrt habe, weiß ich noch, dass deren Community-Managerin Rebecca Ford und später zusätzlich Megan Everett zumindest zu der Zeit absolute Paradebeispiel für aktive Community-Arbeit waren und es wahrscheinlich immer noch sind. Laut einer nur ein Jahr alten Stellenausschreibung für die Position des Community-Managers bei Ubisoft ist die offizielle Strategie auch dort, dass die Spielerschaft im Mittelpunkt steht. Ich würde zu gerne sagen, dass sich das auch so anfühlt. Ich würde auch gerne über die Community-Arbeit der Siedler-Entwickler und des Publishers urteilen, aber leider gibt es hier wenig zu beurteilen. Eher das fast vollständige Fehlen von allem. Schauen wir mal kurz auf den offiziellen deutschen Twitter-Account zum neuen Siedler. Dieser Account besteht seit 2014 und in dem Jahr wurde das neue Siedler auch angekündigt. Der älteste Tweet ist aber auf 2020 datiert. Leider hat die Wayback Machine nichts zu diesem Account. Ich kann also nicht sagen, ob die 6 Jahre davor einfach nichts getweetet wurde oder ob diese Tweets irgendwann gelöscht wurden. Aber auch danach ist es mau. Erst im Januar 2022, als die Vollkatastrophe namens Closed Beta angekündigt wurde, ging es weiter. Das waren die 1,5 Jahre Funkstille zwischen den damaligen Verschiebungen und der Closed Beta. Auch nach dieser fiel man schnell wieder in alte Muster zurück, abgesehen von der Ankündigung eines Technical Test Servers, auf den ich gleich nochmal zurückkomme. Der deutsche Ubisoft Twitter-Account hat auch nur 5 Tweets, die Siedler überhaupt erwähnen, und einer davon ist die Gamescom-Ankündigung von 2014. Da könnte man meinen, das Franchise würde etwas stiefmütterlich behandelt. Wenn man den Siedler-Twitter-Account nochmal genauer betrachtet, fällt auf, dass sie auf so ziemlich jeden Tweet zu reagieren scheinen, in dem sie erwähnt werden. Ob das ein Geburtstagskuchen zum 20. Geburtstag von S4, ein Speedrun, ein Siedler 3 Turnier oder das Ende der S4-Weltmeisterschaft ist. Aber alles eben rein reaktiv. Proaktive Bemühungen zur Teilnahme der Community sind praktisch nicht vorhanden. 189 Tweets über einen Zeitraum von 8 Jahren sind halt nicht gerade viel. Und das Facebook-Gegenstück sieht auch nicht besser aus. Dann haben wir da noch diesen Technical Test Server. Die Leute, die dort teilnehmen, sind wohl unter NDA. Wir wissen also nicht, wer dort teilnimmt, was dort getestet wird oder was das Ziel dieser Maßnahme ist. Nach dem vernichtenden Ergebnis der Closed Beta lässt man also die Community weiter komplett im Dunkeln. Dabei müsste man sie gerade jetzt einbinden, nachdem man bisher komplett an ihr vorbei entwickelt hat. Stattdessen ist der TTS das einzige Lebenszeichen des Spiels seit März. Und das nach 1,5 Jahren Funkstille vor der Closed Beta. Aber auch davor war schon nichts zu holen. Abgesehen von ein bisschen Tech-Support und ein paar Lippenbekenntnissen, als 2008 die History Collection erschien, passierte die letzten Jahre von offizieller Seite aus praktisch nichts. Das Forum hat Ubisoft vor einer Weile ersetzt und im neuen wird zumindest jede Bitte um Tech-Support für die History Collection beantwortet, aber zu den allgemeinen Diskussionen, die auch nicht sehr zahlreich sind, wird kein Wort verloren. Ein Gespräch erfordert aber 2 Partner und auch wenn die Diskussionen in erster Linie zwischen den Spielern stattfinden würden, wäre es schön, das Vertrauen haben zu können, dass jemand von Ubisoft das mitkriegt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was ich eigentlich erwarte. Nun, da wir von einem Franchise sprechen, das ein Spiel in aktiver Entwicklung hat, würde ich mir einfach eine aktive Beteiligung an der Community wünschen. Dass eine Weltmeisterschaft mit über 100 Spielern stattfinden kann, ohne dass Ubisoft Notiz nimmt oder die Sache zumindest mit einem Retweet unterstützt, ist erschreckend. Umgekehrt könnte man aber auch Spieler in die Entwicklung des neuen Teils einbinden. Ich teile zwar die Meinung, dass wenn ihr 10 Spieler fragt, mindestens 12 Meinungen darüber herauskommen, wie ein Siedler auszusehen hat, nicht zuletzt weil die einzelnen Siedlerteile nach dem 4. so weit auseinandergingen, aber es gibt definitiv Spieler, die ihre Communities geprägt haben und immer noch prägen. Und wäre Ubisoft beteiligt, wüssten sie auch, wer diese Leute sind. Ich weiß es auch nicht für alle 7 Spieler plus das Siedler 2 Remake plus Aufbruch der Kulturen, aber ein paar Vorschläge hätte ich. Für Siedler 4 wären das Andorra als Urgestein und ehemaliger offizieller Weltmeister, Slayer als amtierender Weltmeister, Zocker Lounge als aktiver Siedler-Content-Creator, Ramses Land als weiteres Siedler-Urgestein sowie alle Entwickler von Settlers United, die gerade all die Dinge leisten, die von der History Edition hätten kommen müssen. Gäbe sicher noch mehr, Ramses Land und Andorra könnten sicher noch mindestens ein Dutzend weiterer Leute aufzählen. Und ich weise mal dezent darauf hin, dass ich nicht nur einer, wenn nicht der, einflussreichste Siedler-Content-Creator bin, ich bin auch für die Rebalance-Mod verantwortlich, die im Siedler 4 Multiplayer inzwischen zum Standard geworden ist. Also so ein bisschen Ahnung habe ich auch. Für Siedler 3 würde ich zusätzlich zu denen, die an Settlers United mitwirken, auch Rammstein und Adriana als federführende Betreiber der A-Lobby nennen, die jahrelang der Dreh- und Angelpunkt der Siedler 3 Multiplayer-Szene war. Für Siedler 1 und 2 fallen mir spontan die Entwickler von Wildlands und Return to the Roots ein. Und für das Erbe der Könige, Siedler 6 und Siedler 7 gäbe es sicher auch Kandidaten.
Das ist jetzt natürlich sehr auf die deutschen Communities gemünzt, aber da sich da nie der internationale Erfolg eines Annos vergönnt war, ist die Community nun mal sehr auf die deutschsprachigen Teile der Welt zentriert. Mit dem unangenehmen Nebeneffekt, dass es in anderen Sprachen so gut wie keine detaillierten Infos zu den Spielen gibt, woran ich zumindest für Siedler 4 nebenbei arbeite. Die Alternative wäre, dass weiter blind an der Community vorbei entwickelt wird, um irgendwelche Fokusgruppen abzuholen, und das Ergebnis haben wir schon sehen dürfen. Wenn hier kein Kurswechsel stattfindet, wird das Franchise dieses Mal vielleicht irreparabel zerstört. Das kann weder im Sinne von Ubisoft noch im Sinne der Spieler sein. Also von mir an das Ubisoft Community Management oder wer auch immer dafür genau zuständig ist: Der beste Zeitpunkt für Community-Arbeit war vor Jahren. Der zweitbeste ist jetzt. Wenn Ubisoft das Franchise irgendwann nochmal bergen will, sei es mit Liter 2022 oder irgendwann in ferner Zukunft, solltet ihr diese Mühe investieren. Ihr dürft das gerne als Einladung auffassen. Es ist nicht so, als wüsstet ihr nicht, wo man uns findet. Und auch wenn die Siedler-Community ein toxischer Ort sein kann, glaube ich, dass sie diese Bemühungen schätzen und ihrerseits unterstützen würde. Aktuell haben wir Projekte wie Settlers United, die bestenfalls mit der stillen Duldung von Ubisoft arbeiten, aber es wäre so viel mehr möglich, wenn die Community mit Ubisoft arbeiten könnte, statt ohne oder gar gegen sie arbeiten zu müssen. Ohne diese aktive Beteiligung wird das Entwicklerteam nie verstehen, wieso die Closed Beta nur scheitern konnte. Und vielleicht würde man dann auch verstehen, wieso Siedler 2022 in dieser Form niemals unter dem Namen Siedler erscheinen darf.